Und zwar gehen wir rüber zu zu Almanien, aber auch Clown-Nachrichten weltweit natürlich und den besten Memes der letzten Tage. Das hier kam gerade eben rein. Das hier habe ich gerade eben reingekriegt. Ja, gerade vorhin gesehen, ist gepostet worden, 6:23 Uhr vormittags, heute Morgen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Genauso habe ich mir die grüne Jugend vorgestellt, schreibt hier Kevin Manico von den Julis. Ja. Ich bin gespannt. Man sieht es hier schon. Die erste Low-T-Person. Man weiß es ja nicht mehr. Ich assume mal kein Gender. Gavin war noch kein Thema. Ne. Weiß ich auch nicht, ob ich das heute hier mache im Livestream. Kann ich aber gleich was zu sagen. Yes. Dachte ich, mache ich eigentlich vielleicht eher mit Joost am Mittwoch. Aber ja, Gavin wurde im Livestream, kann ich ja gerade sagen, Gavin wurde in seinem Livestream, Gavin und Ryan wurden im Livestream vom FBI verhaftet. Wegen Rumschlendern. Wegen des Rumschlenderns im Kapitol, obwohl sie beide nicht dort gewesen sind und Gavin allen gesagt hat, sie sollen da nicht hingehen. Naja. Kommen wir hierzu. Jo. Also. Ist das ein Thor Steiner T-Shirt? Sie ist eine 10 von 10, aber findet Feminismus überzogen. Null. Okay, Marlina. Er ist eine 10, aber er ist gegen Tempolimit auf Autobahnen. 5. Er ist eine 10 von 10, aber er ist für die Schuldenbremse. Ich finde das interessant. Er ist eine 10 von 10, als ob das Aussehen bei Männern so eine Rolle spielen würde. Aber interessante Frage, weil auch ich habe mich im letzten Monat irgendwann mal gefragt, ist eine 10 es wert? Ist eine 10 diverse current things wert? Der Punkt ist, es ist dann keine 10, ne? Also man sieht dann die Person und dann sieht man die Current Things, die Flaggen, genau, hier, Black Lives Matter, Gay-Flagge, Ukraine-Flagge. Und dann auf einmal sieht man was ganz anderes. Auf einmal sieht man eine ganz andere Person. Die sieht dann auch anders aus. Dann merkt man, die sieht ja gar nicht. Es ist gar keine 10. Das heißt, yo. Okay, Janika, Sie sind 10. Also es ist ja der Hass, das ist ja der Hammer. Das sind ja wirklich, also Grüne sind noch mal im ganzen, sage ich mal, in diesem ganzen Spektrum Rot-Rot-Grün, sind die Grünen doch noch mal ein Spezialfall. Sind definitiv die Schlauesten, oder? Sind die Schlauesten irgendwo fast schon naiv, lieb elitär. So, irgendwie, ne? Also so Partei Die Linke, die sind dann doch aggressiver im Klassenkampf, sage ich mal. Die sind ja mehr so verbieten, weil wir sind schlauer und wir wissen, was für euch gut ist. Und dann so SPD ist ja so komplett Sparkasse, ne? Sparkassen-Vibes. Also das hier ist aber echt so, das ist alles so Oberstufe, ne? Aber sie investieren in Bitcoin. Eine 3 vielleicht? Eine 10 von 10, aber er investiert in Bitcoin. Also da, wenn du quasi in Bitcoin investierst, weil du irgendwie am staatlichen Finanzsystem, weil du autark bleiben möchtest, autonom bleiben möchtest, dann macht dich das zu einer 3. Ist das der Hass? Ist das der Hass? Das ist ja wirklich wunderschön. How many of these could you take in a fight? In a verbal fight. In a verbal argument. Das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass. Nice. Es ist ja wirklich so. Genauso habe ich mir die grüne Jugend vorgestellt. Es ist wirklich wahr. Und die sind stolz drauf. Die sind stolz drauf. Sie merken es nicht, dass es absolut ultra. Also ich meine, geht's noch uncooler? Es ist ja wirklich nicht zu fassen. Holy shit. Ah, ja, moin. Bitte hier, Joshua. Alle Frauen sind schön. Alle Frauen sind schön. Bitte nicht Frauen bewerten. Nur Männer bewerten. Nur Männer bitte bewerten. Das Aussehen und den Charakter vor allen Dingen.
alle Frauen sind schön. Ich möchte hier on the record gehen. So, ja, die wollte ich mir hier mal mit euch zusammen reinziehen. Genau. Dann, das gucken wir gleich. Das gucken wir gleich. Das ist wichtig für gleich. 2020, right? We're looking at it from. Ich hasse das, wenn das einfach so losgeht. Ich hasse das. Wir machen aber ganz kurz. Hier, das Arschloch auch noch. Der Konsum. Immer geht das dann einfach so schon los. So, Leute, pass mal auf. Ich muss mal auf Klo und dann machen wir ganz entspannt hier weiter mit den Memes und News. Können wir hier mal so ein bisschen gucken. Und da das werde ich noch mit Clips untermalen. Das wird gut. Bis gleich. Ja, moje. So, wir fangen an. Wir fangen an hier mit hiermit. Genau. Los geht es. Los geht es. Und dann untermale ich das. Ich habe noch die passenden Clips immer dazu. Genau. Schule geht wieder los bei vielen Menschen. Und da gibt es natürlich eine Umfrage. Zum Beispiel zu. Ist das zu fassen, Alter? So, beim Spiegel, waren, Spiegel Online, wen wundert, war neulich auch schon so ein Ding, war so ähnlich. Zu Beginn des neuen Schuljahres sind Masken, Corona-Tests freiwillig. Wie finden Sie das? Mal sehen, was es für Optionen gibt. Bestimmt Pro und Contra. Also diese drei Sachen kann man auswählen. Hä, wieso? Du hast doch die freie Wahl. Hä? Also es wird vorausgesetzt, dass eins von den dreien, also dass das ganze Spektrum der Meinungen hiermit abgebildet ist. Richtig, das sollte beim jetzigen Stand der Pandemie reichen. Also, Pandemie, Alter. Pandemie, ob ich wohl dieses Wort, ob ich dieses Wort wie, Worte wie Maßnahmen, Inzidenz, Pandemie und so weiter, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Pandemie, beim jetzigen Stand der Pandemie. Ah, ich sag mal nochmal was dazu. War auch ein Tweet von mir. Ich wiederhole diesen Tweet. Ich kenne niemanden, der ungeimpft ist, der das bereut. Niemanden. Niemanden kenne ich, der oder die ungeimpft ist, der oder die das bereut. So. Antwortmöglichkeit 2. Das ist Meinungsfreiheit. Das ist Meinungsvielfalt. Sind drei Möglichkeiten. Ist Multiple Choice. Falsch, Masken und Testpflicht wären angemessen. Also entweder findest du es, also, dass du das alles nicht möchtest, steht nicht zur Debatte. Also mindestens, das oben, das richtig, das ist schon Querdenker. Das ist eigentlich schon rechts. Richtig, das sollte reichen, ist eigentlich schon rechts. Das dritte ist, eine Maskenpflicht hätte es nicht mehr gebraucht, aber eine Testpflicht schon. Nee, die beiden Sachen sind rechts. In der Mitte. Masken und Testpflicht wären angemessen. Das ist das Einzige, was demokratisch ist. Was unsere Demokratie nicht angreift. Die beiden anderen Sachen sind rechts. Die beiden anderen Sachen sind borderline rechts. So, genau. Ja, genau. Ich lasse es mal so stehen. Wo sind wir denn hier? Das haben wir. Vielleicht passt das auch direkt dazu. Vielleicht passt der Rogan auch direkt dazu. Ich denke schon. Und zwar haben wir es ja hier. Es gibt noch mehr Joe Rogan Content heute. Es war nämlich Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg war nämlich bei Joe Rogan. Und das ist auch echt so ein bisschen What a Time to be Alive. Also es ist echt krass, dass solche Leute, egal ob es damals Jack Dorsey war oder jetzt Mark Zuckerberg, ich finde das krasser, dass die bei Joe Rogan sitzen, fast als wenn Joe Biden da sitzen würde. Wir kommen aber erstmal zur aktuellsten Folge. Die Mark Zuckerberg-Folge ist ein paar Tage alt schon. Hier haben wir Aaron Rodgers. Das ist ein Sportler. Ich glaube, American Football. Oder wie die Amerikaner sagen, Football. Und der ist hier so ein paar Truths am Spitten. Und die sind uns ja auch bekannt. Wir gucken es uns mal an. Passt auf jeden Fall zur Clown-Grippe. You know, hindsight is 2020, right? We're looking at it from after it's over. And so many people, they just bought the narrative that was being promoted by CNN and MSNBC and wherever, that if you get vaccinated, you can't get COVID, you can't spread COVID. That was the narrative. And
Das ist so gewesen. Das ist so gewesen. Speziell in den USA. Es gibt Joe Biden Videos noch. Es ist ja unter Trump entstanden. Aber es gibt Joe Biden Videos, wo er sagt, wenn du geimpft bist, kannst du kein Corona kriegen. Die Impfung schützt dich vor Corona. Es ist unmöglich, Corona zu kriegen, wenn du geimpft bist. Und dasselbe Narrativ war hier auch der Fall. So hieß es am Anfang. Die Impfung ist super, die Impfung ist sicher. Und wenn man geimpft ist, und so habe ich auch immer eine Impfung verstanden, dann ist man immun. So, irgendwie gab es dann irgendwann mal eine rechte Verschwörungstheorie, dass dem nicht so sei. Und dann war es tatsächlich nicht so. Jo, und das Krasse ist, und sie sagen es auch jetzt, niemanden von den NPCs hat es gejuckt. Im Gegenteil. Es ist absolut krass. Du wirst angeguckt, es hieß dann, es schützt, sonst wäre ja der Verlauf noch schlimmer gewesen. Die schweren Verläufe, das ist auch so eine Clown, aus der Clownsprache. Schwere Verläufe. Ja, schützt vor schweren Verläufen. Es wurde einfach umgeswitcht, als wäre nichts gewesen. Als hätte es nie ein anderes Narrativ gegeben. Absolut krass. Ja, zu Facebook und Zuckerberg sage ich gleich noch was. And that's my thing. Listen, I get it. Like, you want to test everybody every day? Cool, yeah. That's fine. You don't want to keep people safe, if that's the benchmark for it. But as we look back now, let's not revise history. Let's not revise history on what actually happened and what was said. Because what was said was, you get the vax, you can't spread it or contract it. Das war die Aussage. Wenn man geimpft ist, kann man es nicht verbreiten und man kann es nicht kriegen. Oder umgekehrt. Yeah, no one seems upset that that was a lie, including Birx, who has said that she had always known that it was not going to stop transmission and it was not going to stop people from spreading it. Es war nicht nur Unwissen, es war nicht nur wishful thinking, es war nicht nur Flucht nach vorne, es war gelogen. Es war gelogen. Und die Normies und die NPCs, es gibt Leute, die haben es nicht geglaubt oder die hat es geärgert, aber die große Masse der Menschen da draußen juckt es nicht. Im Gegenteil, die haben sofort mit umgeschaltet. Als ob nichts, also als ob einfach nur ein Schalter umgelegt worden wäre im Gehirn. Which is wild. She would say, we knew that you were still going to get it, even if you got vaccinated. Which is, no one said that, no. Es wurde einfach umgeschrieben. Das Narrativ wurde einfach umgeschrieben und es wurde so übernommen. Es ist 1984, es ist wirklich frappierend. Ich habe gestern noch was gepostet aus 1984. Ich habe mir gestern noch Zitate von Orwell und so weiter angeguckt. Es ist krass. Es ist krass. Auch das spricht meiner Meinung nach für eine Simulation. Pandemic of the unvaccinated. Yeah. Die Pandemie der Ungeimpften hieß es. Hier hieß es genauso. Die Pandemie der Ungeimpften hieß es. Ja, ja. Ja, ja, Junge. What do they call the winter? The winter of death or whatever, yeah, for the non-vaxxed? I say that, winter of death and suffering. Yeah. Winter of death and suffering wurde von der amerikanischen Regierung, das ist ein Regierungstweet gewesen. Wer nicht geimpft ist, muss sich auf einen Winter des Todes und des Leidens vorbereiten. Das war sind Original-Tweets. Das dürfen wir nie vergessen, dass wir auf diesem Level in der Simulation gerade sind. Es ist unreal, Alter. Vergesst das nicht. Ich weiß, es passiert so viel jeden Tag, aber das ist, ich sehe ja immer wieder diese Reminder, auch auf Twitter. Das ist sagenhaft. It's like they were Game of Thrones. Like they were Game of Thrones, yeah. Fucking White Walkers coming. Winter of death. I mean, Jesus Christ. It's so wild, because at that point when they had said that, we had already realized, like, oh, this is 78% of the people hospitalized were obese. Most of the people that died were either obese or very overweight. Oder uralt. Ich habe das 2020 schon gesagt, alles. Vorm Sommer.
2020 hatten wir das alles schon gewusst. Und wir wussten sogar, was Long-Covid ist. Wir wussten alles. Alles. Or rather very old. Comorbidities. Yeah, 4 comorbidities. At least 4 for like more than 50% of the people. Ja. Es ist alles, und das unterstreicht, es ist alles gelogen. Alles. Alles ist gelogen. Es ist alles gelogen, Leute. Alles. You name it. Ja, zu dem kommen wir gleich noch. Ja, moin. So. Ja. It was all good, ne? Also Abercrombie ist ja natürlich auch so eine Bauernmarke, aber nicht auf die coole Art und Weise. Aber anyway, 1990. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Typen, die einer Frau hinterherrennen. Ey, obwohl alles ganz in Ordnung war. Ich habe alles vorhergesagt. Alles. Weil ich alles weiß. Und wir wissen alles. Und schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ich da bin. Das ist wirklich vom Allerfeinsten, ey. Yo, also hier. It was all good. Weiter geht's. Das ist alles Axel-Content. Der Axel hat mir diese Woche oder die vergangene Woche ganz, ganz viele Sachen geschickt. Und ich dachte mal, fast alles packe ich mal hier rein. Aber er kann leider nicht zurückkommen. Weil er in einer krassen Firma arbeitet. Ich würde sagen, mit Social Credit System. Da kann man natürlich nicht gewissen Narrativen widersprechen. Passagiere können in Berlin einen Slot für die Sicherheitskontrolle reservieren. Ist das nicht schön? Das ist doch, das ist der Fortschritt, den wir uns nicht wünschen, ja. Genau. Kannst du VIP Security Check-in machen. Nice. FAZ schreibt, das war auch schön letzte Woche. Ist das herrlich? Ist das krass, wie die sich präsentieren? Wie sich diese Staatsadligen präsentieren? Und die Grünen sind mit die Schlimmsten. Weil die so elitär sind. Die sind so krass elitär und komplett nicht in Touch mit der Realität und den normalen Menschen, dass sie es gar nicht merken. Wirklich, die merken gar nichts mehr. Also die SPD, die ist noch so Fähnchen im Wind mäßig, versucht da noch irgendwie rumzukumpeln mit den Leuten. Die Grünen sind komplett, was weiß ich, auf welchem Planeten die leben. Dieser Typ ist ja auch ein, was für eine schreckliche Person. Sagen wir es mal so. Ist das krass? Cem Özdemir im Interview, Hunger ist kein Argument für Abstriche bei Biodiversität. Biodiversität. Ist das ein herrliches neues Clownwort? Biodiversität. Holy shit. Und Klimaschutz. Das ist deren 1984, das grüne 1984. Klimaschutz. Putins Krieg. Diese Menschen sind abgrundtief böse. Die sind so Animal Farm-mäßig abgehoben, da geht gar nichts mehr. Die sind erbarmungslos, hochnäsig, narzisstisch und durch, das ist Propaganda natürlich. Da kommen wir jetzt zu unserem Rotfunk. Es ist absolut krass. Wir gucken direkt mal ein Video dazu vom Rotfunk. Ich weiß, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil sie wurden ja schon gepostet, die Tage. Ich habe sie auch geretweetet. Hier, guckt mal. Das war mein größter Erfolg letzte Woche. 437 Likes, 60 Retweets. Hier schreibe ich es nochmal. Erbarmungslosigkeit, Narzissmus, Propaganda. Für diese Institution, den Rotfunk und ihre Ideologen, habe ich nur noch Verachtung übrig. Jetzt zieht euch diese arrogante, böse Person rein. Es ist wirklich beispiellos. Das ist wirklich, wie ich mit Big Mike gesagt habe im Patreon-Podcast,
Es sind RoboCop-Nachrichten. Green RoboCop. Es ist absolut dystopisch. Unfassbar. Unfassbar. 19 Sekunden. So ein Schwein. Diese Arroganz auch. Und das sind Menschen, von einem Cem Özdemir bis zu diesem Vogel hier, denen wird es an nichts fehlen. Jemals. Und sie mit einem Straight Face sagen, gucken sie euch ins Gesicht und bereiten euch darauf vor. Und das ist komplette Indoktrination. Das ist full blown 1984. Es ist krasser geworden, ja. Zieht euch das rein. Stellt euch vor, ich habe zum Big Mike gesagt, stell dir vor, du wärst vor 5 Jahren eingefroren worden, wachst heute auf, machst die Tagesthemen an und dann kommt das hier. Umweltschädliche Konsumsucht heilen kann. Das können nur mutige Politiker. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell. Dann wählen wir auch euch alle. Ist das krass? Schädliche Konsumsucht. Umweltschädliche Konsumsucht. Ja. Das ist alles, was mal westliche Errungenschaften waren. Auch Konsum. Ein schönes Leben. Zivilisation. Dass jeder ein Stück Fleisch auf dem Teller hat. Dass jeder ein Auto fahren kann. Dass dirigieren die uns aus ihrem Elfenbeinturm raus. Er wird natürlich weiter Auto fahren und Fleisch essen. Ich habe da gleich was zu. Dass das jetzt sein muss. Wegen diverser Clown-Current-Things. Hier ist der nächste Spezialist. Warte. Da, der. Genau. Das geht hier ein bisschen länger, 1,5 Minuten. Es ist so krass. Rotfunk komplett on the loose. Das ist er hier. Ich weiß nicht, wen von beiden. Da habe ich gleich noch so ein Screenshot-Gewitter, wo einer drauf ist. Ich glaube, der von eben ertappt dabei, wie er ganz gerne mal Fleisch isst. Kommen wir gleich, Daniel, zu. Hab ich gesammelt. Das hier ist absolut krass. Das ist absolut Endlevel. Dass du original, du machst den Rotfunk an, das Propagandafernsehen, dann kriegst du das gesagt. Du wirst eingeschworen darauf. Auf Folgendes. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Ist das krass? Mit welcher Arroganz der uns das sagt? Es gibt hier keine neue Information, aber ich bin absolut, ich kriege eine Gänsehaut vor diesen Menschen und ihrer absoluten Gefühlskälte und diesen Lügen. Mehr Windräder und Solarenergie, so lange können wir nicht warten und... Der ganze Ton und der ganze Habitus. Sollten froh sein, dass wir gezwungen... Detlef Flintz. Sollten froh sein, WDR. ...werden, Konsum und Produktion zu ändern. Achtsames Heizen. Achtsam. Auch so ein Clownwort. Achtsam. Nachhaltig. Das ist alles Clownsprech. Das ist alles 1984. Energiefresser im Haushalt, keine Kurzstreckenflüge, aber auch zum Beispiel Stahl moderner herstellen oder Aluminium. Und wollten wir das nicht sowieso? Nur. Ich. Ja. Ist das ein Schwein, dieser Typ, Alter? Ist das krass? Das jetzt. Die Märkte das Tempo diktieren und nicht mehr unsere viel zu zaghafte Politik. Das ist ja eh der Rotfunk. Diese ganzen Politiker sitzen ja in den Aufsichtsräten beim Rotfunk und die peitschen jetzt die Leute ein und die Politiker, die Politik, ihr seid, dass die noch viel zu zaghaft sind, dass die noch mehr, noch mutig, zaghaft, ja, zaghaft, was hier abgeht, als zaghaft zu bezeichnen. Und damit quasi diese Politik und diese Staatsadligen zu enablen vom Medienadel, was ja direkt vernetzt ist. Die sind ja komplett verzahnt miteinander. Das kann ja jeder nachgucken. Ihr könnt bei Wikipedia nachgucken, wer in diesen Rundfunkräten sitzt. Das sind die Parteien. Bitte also keine Diskussion darüber, wie wir ähnlich wie Junkies wieder an billigere fossile Rohstoffe kommen.
Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Boah, ist das ein Cringe? Bitte, bitte keine Diskussionen darüber. Er möchte das nicht. Das ist rechts. Ist das krass? Sondern lasst uns klären, wie wir klug davon wegkommen. Klug. Dafür brauchen wir allerdings auch einen Umbau unseres Sozialsystems. Viele sind so arm, dass ihr Leben permanent abgefedert werden muss. Hartz IV, Wohngeld, Kleiderhilfe und so weiter. Ja, Umverteilung. Mehr Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das ist das nächste Clownwort. Und jetzt kommen vermutlich noch ein Energiegeld und andere Maßnahmen obendrauf. Das muss wohl auch kurzfristig so sein. Aber wir spüren ja... Das ist ja alles, das gibt uns ja alles der Staat. Das kriegen wir ja alles vom Staat geschenkt. Das ist kostenlos. Get it? Ja, schon jetzt. Die Energiewende, sie wird dauerhaft teuer. Und wollen wir raus aus dem kaum noch regelbaren Dickicht von Einzelhilfen, müssen, ganz simpel, die Reichen ein bisschen ärmer werden und im Gegenzug die Armen ein wenig reicher. So einfach ist das. So einfach ist das. Etwa durch ein ordentlich ausgestattetes Grundeinkommen. Die Idee gibt es schon. Und die Gelegenheit ist günstig. Es kommt, es kommt. Das war vor fünf oder als ich angefangen habe zu podcasten, galt das noch als absolute Spinnerei. Ich schwöre, genau wie all die anderen irren Sachen da draußen, dass es zum Beispiel keine Biologie mehr gibt und so weiter, all das war ja alles vor fünf Jahren noch, yo, fringe. Es wird kommen. Freut euch, es wird kommen und dann kriegt ihr eure 1.000 Euro im Monat, die sind dann aber nichts mehr wert. Und dann durch ein Social Credit System wird dann entschieden, wer wo was einkaufen darf. Wenn dann zum Beispiel die Maske oder so nicht benutzt wird, dann geht's halt zum Beispiel nicht. Also das ist alles, was ich seit zwei Jahren schon erzähle. Ach so, wir sind durch. Ja gut. Ja, schön. Danke, Rotfunk. Danke.